wieder mal unter Aufsicht. Was würdest du als Ex-Krimineller tun? Ich würde mir ein Eis holen. Okay, und jetzt? So wird das nichts. Wir müssen was anderes machen. Irgendwas mit Walkie-Talkie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht es daran, dass wir uns eine schöne Eisdiele bauen. Wir haben unglaublich heiße Temperaturen zurzeit und ich denke mir, so ein Eis zur Abkühlung, das ist genau richtig jetzt. Von daher schnappen wir uns mal Blöcke und basteln unsere Eisdiele. Heute für den Start holen wir uns einfach ein bisschen Magentenbeton raus, denn rosa Keramik, weiße Keramik, denn violette Keramik und nochmal davon die Magenta. Dann holen wir uns noch ein paar Purpurstufen raus. Als Glas empfehle ich euch heute einfach mal hellblaues Glas, kann auch gerne ein bisschen dunkler sein. Dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus und ein paar Steinziegeltreppen. Bei unserer Eisdiele geht es erstmal los mit dem Grundriss. Das heißt, wir schnappen unsere Magentenbeton und ziehen uns erstmal ein Viereck. Das hat auf jeder Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke an sich. So, nach hinten müssten wir dann auch nochmal 10 Blöcke gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 11 Blöcke auf jeder Seite haben wir hier. Ziehen wir natürlich dann hier einmal unser Viereck einmal zu. Und wenn wir das soweit haben, können wir das natürlich auch noch ein bisschen höher setzen. Das heißt, darauf setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups, nee, Quatsch. 7 Blöcke. Damit wir eine 8er Höhe insgesamt haben, können wir nochmal hier gucken. Jawohl, 8 Blöcke. Dann können wir das Ganze erstmal hochsetzen. Sobald wir das dann nach oben gezogen haben, unser Viereck, wollen wir jetzt schon beginnen, unseren Eingang zu basteln. Wir schnappen mal unsere rosa und weiße Keramik, fliegen mal auf eine Vorderseite. Also jetzt kannst du natürlich aussuchen, wo bei dir hier die Vorderseite ist. Ist ja jede Seite gleich hoch und gleich lang. Ich entscheide mich jetzt für diese Seite hier. Lass auf jeder Seite 3 Blöcke Platz und dann schlage ich mir 1, 2, 3, 4 Blöcke hier einmal weg. Andere Seite genau das gleiche Spiel. 3 Blöcke Platz lassen und nochmal 4 weg. So, diesen Bereich können wir dann einmal komplett hier freihauen. Und an der Seite wollen wir dann einmal unsere Tür setzen. Das heißt, immer hier so im Wechsel setzen wir einfach mal unsere rote Keramik und dann danach natürlich hier unsere weiße Keramik. Sobald wir natürlich unseren Tor- oder Türbogen hier fertig haben, können wir auch gleich die Tür einmal reinsetzen. Schnappt mal einfach eure Glasscheiben, setzt die hier an den Seiten hin und jetzt könnt ihr natürlich sagen, soll die Tür nach innen oder nach außen aufgehen. Bei mir geht es jetzt einfach mal nach außen auf, setze ich mir natürlich Glasscheiben oben und unten hin und als Griff nehme ich einfach mal so ein Eisengitter. Jetzt könnten wir theoretisch auch gleich mal unsere Steintreppen nehmen, die wollen wir hier mal an der Seite machen. Da mache ich einfach auch nochmal so 3 Blöcke hier weg. Treppen unten wie oben hin und eine Glasscheibe rein und fertig habe ich hier meine Fenster. Da meine ich natürlich hier zwei hier einfach mal auf der Vorderseite. Und sobald wir die natürlich haben, können wir auch gleich noch die Purpurstufen verwenden. Die wollen wir einmal nehmen, um sie hier oben auf unseren Rand noch einmal zu platzieren. Sobald wir natürlich unsere Purpurstufen hier oben einmal langgezogen haben, geht es jetzt ran an eine etwas, ja, ein bisschen aufwendige Arbeit. Und zwar wollen wir, sag ich mal, natürlich unser Gebäude, sag ich mal, so ein bisschen machen, wie es in der Folge ist. Das heißt, da sind so mehrere Bleche miteinander vernietet worden. Dann nehmen wir jetzt einfach die violette Keramik und Magenta Keramik und wollen jetzt, sag ich mal, wie Tetris so ein bisschen hier das Ganze verarbeiten. Das heißt, ihr fangt immer so ein bisschen an hier mit einer Farbe, macht euch hier immer solche, ja, würde ich sagen, immer so, geht mal vom Viereck aus, macht da noch einen Knubbel irgendwo ran, dann fliegt ihr irgendwo anders hin. Oder sei mal so, dass die sich höchstens immer hier mit der Ecke an Ecke treffen. Dann kann man sich hier die immer so ein bisschen machen. Gut, hier könnte man vielleicht auch so das noch machen. Also einfach so ein bisschen Tetris spielen halt, wie gesagt. Ne, dass ihr euch einfach so ein paar Formen einfach mal reinhaut. Immer wieder hier so ein bisschen im Wechsel. Könnt ihr euch das einfach willkürlich machen. Da gibt es kein Muster. Das ist einfach willkürlich einfach ein bisschen Tetris spielen. Ne, so könnt ihr euch das vorstellen, dass wir hier einfach Tetris spielen. Auch hier auf der Vorderseite. Ihr könnt hier ruhig immer zack, zack ein bisschen was reinhauen. Kannst ihr auch ruhig hier verbinden. Und dann könnt ihr euch hier einfach austoben und Tetris spielen. Wir machen natürlich noch einmal einen kleinen Rundumblick. So wie ich mir das jetzt hier so ein bisschen gemacht habe. Einfach so ein bisschen Tetris gespielt. Ja, einfach mal so willkürlich sich die Form gemacht. Ihr könnt ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger. Halt einfach so ein Kuddelmuddel einfach durcheinander hier jede Wand ein bisschen machen. Dann haben wir schon das Ganze so wie beim Original. Und dann geht schon ran, dass wir uns wieder neue Blöcke rausholen. Holt euch mal einfach ein bisschen rote Wolle raus, weiße Wolle, dann ein bisschen Tropenholz, nochmal die Stufen und Blöcke davon, dann ein bisschen nochmal weiße Keramik. Man kann auch gerne weißen Beton nehmen, ich zeige euch dann gleich, wofür das ist. Dann noch ein bisschen gelben Beton und noch natürlich ein paar Nieten brauchen wir. Dafür nehme ich jetzt einfach mal ein paar Steinknöpfe. Und ein bisschen hellgrauer Beton, aber das ist auch, sage ich mal, ein Block, den man sich eigentlich aussuchen kann. Und da geht es erstmal los natürlich mit dem hellgrauen Beton. Und zwar ist der jetzt hier für unsere Decke gedacht, einfach hier fürs Dach. Und man sah in der Folge nicht genau, was man da nahm, also kann man da eigentlich jeden Block nehmen, wie man möchte. Aber ich finde einfach den hellgrauen Beton, der passt so farblich dazu. Sobald wir natürlich hier einmal unsere Decke ausgefüllt haben, geht es jetzt schon los, dass wir vorne natürlich nicht gleich jetzt hier mit der Schrift beginnen, sondern einfach mal die rote und weiße Wolle nehmen und wir wollen uns hier drüber natürlich hier noch so, sag ich mal, ein kleines Vordach basteln. Da nehmen wir dann natürlich hier einfach unsere rote und weiße Wolle und machen die einfach mal hier so ein bisschen im Wechsel einfach mal über unsere Tür. Und sobald wir das haben, geht es los, dass wir jetzt einfach mal über, sag ich mal, hier der Mitte, zack,
beim halben Block hier einfach mal eine Stufe hinsetzen. Da können wir dann einfach mal zwei Blöcke raufsetzen. Na, machen wir lieber noch einen. So, also drei in der Mitte und dann oben einfach mal zwei noch hier an den Seiten hin. Darauf können wir dann einfach mal eine Waffel machen. Oder an der Eis halt einfach mal. Da kannst du gerne halt weiße Keramik nehmen oder auch weißen Beton oder halt auch jede andere Farbe, wie dir gefällt. Aber bei SpongeBob hatte das so, sage ich mal, ein bisschen diese Farbe hier. Sobald wir natürlich das Eis so fertig haben, wollen wir jetzt an den Seiten noch hier zweimal weißen Beton einmal platzieren. Darunter machen wir nochmal drei Blöcke und dann lassen wir hier einfach zack, so ein Zweier an der Seite noch hier so zack, so ein bisschen nach unten sacken. Und dann haben wir schon das Schrift so fertig von unserem Eis. Jetzt können wir natürlich das Ganze noch vernieten. Da nehmen wir einfach mal hier so ein bisschen unsere Steinknöpfe. Und dann kannst du hier auch wieder willkürlich einfach immer wieder hier so einfach ein paar machen. Kannst auch ein bisschen schräg gehen und dann lässt es hier einfach so, zack, einfach so. Dann mache ich mir hier ein paar hin, dort ein paar hin. Hier wieder geht es wieder ein bisschen runter. Kannst auch gerne hier dann so einfach zur Seite abbiegen. So, hier unten mache ich mir auch noch einen Knopf hin. So, und dann werde ich mir das Ganze jetzt hier vernieten. Das heißt einfach mal, dass ich mir irgendwo jetzt sage, hier fange ich an, ich gehe so hoch. Gehe so ein bisschen schräg, dann gehe ich hier nach oben. Kannst hier oben auch nochmal lang gehen. Geht es hier wieder runter. Vielleicht verbinden sie sich ja auch nochmal. Einfach willkürlich sich jetzt das Ganze hier so einfach ein bisschen vernieten. So, ich fliege ja auch nochmal mit euch rum. Einfach hier so ein bisschen willkürlich vernietet. Ach, guck mal, hier ist noch ein bisschen frei. Dann machen wir einfach mal hier das so hin und zack. So, dass es so ein bisschen schräg vielleicht hier so vernietet ist. Wunderbar. Ja, und dann kann man hier das einfach sich ringsrum ein bisschen willkürlich machen. Kannst ein bisschen übertreiben, ein bisschen weniger machen. Wie du es dir halt gerne so ein bisschen gestalten. Guck mal, ich mache hier immer noch ein paar Nieten mehr ran. Joa, das passt. Ja, dass man einfach hier so ein paar Nieten ranbastelt, dann ist das Ganze schon von außen fertig. Dann kommen wir natürlich jetzt noch zum inneren Bereich, wie wir uns das hier gestalten wollen. Ich empfehle jetzt einfach mal glatte Steinstufen und Steinstufen, sich jetzt hier die Decke reinzubasteln. Ich mache jetzt mir einfach mal, würde ich mal sagen, gehen wir mal so ein bisschen von der Tür aus. Hier gleich bei der ersten Blockreihe von der Tür setze ich mir einfach mal die Stufenreihe hin. Dann mache ich mir einfach mal hier ringsrum einfach mal die glatten Steinstufen und in der Mitte füge ich mir dann einfach die Decke hier einfach mit den Steinstufen aus. Sobald wir dann unsere Decke hier einmal bezogen haben, wollen wir jetzt loslegen, uns das Ganze auch einzurichten. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen hellblauen Beton, um mir, sag ich mal, den Tresen zu machen. Da folge ich jetzt einfach mal hier auf der, ja, wenn ich jetzt hier nach vorne gucke, bei der Tür auf der rechten Seite an, lass mir da einfach mal drei Blöcke Platz und dann setze ich mir 1, 2, 3, 4 Betonblöcke hin. Hier zur Seite gehe ich dann auch nochmal 4. Zack, dann haben wir hier noch eine Fläche frei und kann ich mir hier, zack, das einfach mal so machen, dass ich hier mir noch einen Betonblock nach innen setze. Und hier hinten, zack, setze ich mir auch nochmal einen Block einfach mal ran. So, dann würde ich mir einfach mal hier vorne diese drei Blöcke mal ein bisschen abzäunen, einfach mal mit meinen Falltüren, denn das werden meine Behälter werden, wo ich dann ja unsere Eissorten einfach mal reinsetze. Natürlich kann man nicht nur Kugel-Eis hier bestellen, auch Soft-Eis gibt es hier. Von daher basteln wir uns einfach mal zwei Automaten. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Quarz und Sandstein, setze mir darauf dann natürlich nochmal die passende Treppe und darauf dann einfach nochmal einen Block. Und ganz oben runde ich das noch ab mit einer polierten Andesit-Stufe. Kannst auch jede andere Stufe nehmen. Und dann haben wir unsere Soft-Eis-Maschine natürlich auch schon fertig. Wer möchte, kann natürlich noch einfach mal so eine Kasse basteln. Und noch was wir grob mal schnell hinsetzen können, sind natürlich noch Sitzgelegenheiten für unsere Gäste. Da mache ich mir einfach hier in der Ecke einfach mal ganz normal hier ein paar Treppen einfach mal hin, damit man sich natürlich hier auch gut hinsetzen kann. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen besser dekorieren. Wir fangen natürlich erstmal hier mit den Tresen an, was man noch ein bisschen dazu machen könnte. Ein paar kleine Feinheiten, die kann man sich immer noch setzen. Zum Beispiel natürlich hier ein bisschen glasig hinzaubern. Natürlich seine Eissorten, was man am liebsten mag. Ich habe einfach mal das Standard genommen. Vanille, Schoko und Erdbeer. Natürlich kann man auch noch bei der Kasse natürlich ein Schild dran machen, um es zu kennzeichnen. Für alle, die es nicht erkennen sollten. Ne, jetzt weiß man es. Es ist der Kasse. Ja, natürlich kann man natürlich bei den Soft-Eismaschinen auch noch eine Geschmackssorte machen. Da habe ich einfach mal Vanille und Schoko nochmal genommen. Und dann kann man auch vielleicht noch sich ein paar Eisbecher sich irgendwo platzieren. Und da nimmt man einfach hier ein paar Seegurken. Ne, kann man sich ja gut platzieren, so Eisbecherchen, ne, die man sich, sag ich mal, dann hier so zack, nimmst du, füllst dir ein paar Kugeln ein und kannst es dann servieren. Natürlich haben wir auch Stauraum, kann man sich ein paar Kisten oder Fässer hier noch machen mit schöner, leckerer Eiscreme. Und ansonsten müssen wir natürlich noch den Rest gestalten. Zum einen unsere Sitzgelegenheiten. Einfach noch ein paar Schäder vielleicht ranbasteln für die Armlehnen. Und natürlich hier ein paar Tische dazwischen, ne, damit man sich auch, sag ich mal, hier schön hinsetzen kann und seinen Eisbecher dann auch genießen kann. Wer möchte, kann natürlich auch noch hier vorne beim Eingangsbereich an den Seiten auch noch ein paar Stehtische machen für Leute, die sich nicht hinsetzen wollen, sondern ihr Eis im Stehen genießen möchten. Natürlich fehlt jetzt noch eine Sache, die Wände müssen wir auch noch ein bisschen dekorieren. Ein paar Gemälde an der Wand und schon ist der Laden doch gut dekoriert. Und fertig haben wir unsere schöne Eisdiele und können uns natürlich hier ein gutes Eis holen, wenn wir auf Verbrecherjagd sind. Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch einmal die Schrift anbringen, für alle, die es nicht erkennen sollten. Dann soll man es natürlich auch lesen können, was es ist. Da müssen wir natürlich das Ganze ein bisschen mit Bannern dekorieren. Falls du natürlich nicht weißt, wie man sich Ice Cream auf Banner schreibt, verlinke ich dir einfach mal ein Video, wo ich dir das Ganze einfach mal nochmal zeige. Das ganze Alphabet von A bis Z, wie man sich die Buchstaben ganz leicht craften kann. Aber jetzt wollen wir natürlich das einmal uns drauf platzieren. So, jetzt erkennt man natürlich auch draußen, was das
das für ein Laden genau ist. Nicht nur innen drin sieht man schon, sondern auch von draußen wissen wir, es ist eine Eisdiele. Wir sind wie immer am Ende der Folge jetzt angelangt. Unsere Eisdiele steht, wir können reingehen, uns einen leckeren Eisbecher bestellen und den Tag einfach mal hier einfach genießen, um diesen heißen Temperaturen, die wir gerade haben, einfach mal zu umgehen. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!